Hallihallo, wir sind so froh. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Risen 2 Dark Waters. Und mit dem Talent Schlösser knacken und einem Dietrich kannst du verschlossene Truhen und Türen öffnen. Wir haben es noch nicht gewusst. Gut, dass das Spiel uns das nochmal gesagt hat. Wir haben hier Schluss gemacht, alleine in der Wildnis bei... Nicht Riley, das war der andere. Torres! Ja! Torres! Und... Jetzt war die Sache. Wir können noch zu den Eingeborenen gehen. Die sind ja hier. Da können wir aber auch mit Stahlbart hinlaufen. Dann laufen wir... Ich denke mal hier... Ja, wobei, nee. Wir laufen bestimmt... Nee, da hoch nicht. Ist hier eine Höhle? Hier so durch. Und dann kommen wir dahin. Auf jeden Fall... Wir gehen zu Stahlbart. Worauf trinken wir? Sieh dich einfach mal etwas um. Danke. Wir gehen vorher einmal pennen. Bett. Da. Ich würde gern im Hellen rumlaufen, nicht im Dunkeln. Denn da ist es immer so dunkel. Stahlbart, was sagst du dazu? Echt jetzt? Es ist schlimm mit den Gewittern hier. Ich weiß, der Sturm, der da draußen auf einen wartet. Ja, ist okay. Ich hab's aber lieber, wenn hier kein Sturm ist. Lass uns Crow bei den Eingeborenen suchen. Alles klar. Dann rüste dich aus und sag mir Bescheid, wenn es losgeht. Ich bin bereit. Geh du vor. Ich folge dir. Los geht's. Okay, Stimmen sind aber schon laut genug. Komm, Patty. Auf geht's. Mein letzter Besuch an der Schwertküste ist schon eine Weile her. Lass mich mal überlegen, wo es lang geht. Du warst schon öfter hier? Du würdest dich wundern, wo ich schon überall gewesen bin. Ich könnte dir viele Geschichten über ferne Länder erzählen. Aber das bringt uns gerade nicht weiter. Ja. Na toll. Stell jetzt. Ich muss nachdenken. Ah, es fällt mir wieder ein. Folge mir. Boah. Der ist so anstrengend. Ah ja, okay, wir kommen hier oben raus. Haben wir hier nicht schon mit Patty? Ich erinnere mich an diesen Ort. Ja. Es gibt einen kürzeren Weg durch das Tal und einen längeren über den Pass. Wenn ich es mir recht überlege, gehen wir besser den längeren Weg. Der ist nicht ganz so gefährlich. Hast du etwa Angst? Quatsch! Das hat damit nichts zu tun. Wir müssen uns ja nicht unnötig mit einer Horde von Monstern aufhalten. Hm? Ich will lieber auf Nummer sicher gehen. Also, komm jetzt! Schade. Auf geht's! Ja. Ich dachte, vielleicht können wir hier einmal... Grabspinne... klug umgehen, dass wir sie nicht alleine töten müssen. Affen. Affe. Mistviecher. Patty ist voll dabei. Oh, wie sie angesprintet kommt zu uns. Los, komm schon. Jetzt. Beruhig dich. Freundchen. Bleib hinter mir. Ich muss ja auch gucken, was es hier so gibt. Einfach nur durchrennen ist nicht. Irgendwas ist mir hier nicht ganz geheuer. Hier stinkt's. Vielleicht liegt das an deinen alten Stiefeln. Mach dich nur lustig. Diese Stiefel sind aus dem Leder eines legendären schwarzen Höhlentrolls gefertigt, den ich selbst erlegt habe. Du hast einen schwarzen Höhlentroll erlegt? Ja, vor langer Zeit, auf einer Kaperfahrt weit im Norden. Aber das meinte ich gar nicht. Mit dieser Höhle, da ist irgendetwas faul.
Sieh dir das mal genauer an. Ich will nicht, dass uns jemand in den Rücken fällt. Alles klar. Ja, und Patty geht jetzt halt auch wieder, ne? Hast du eigentlich schon mal mit Voodoo-Magie zu tun gehabt? Ich habe schon gesehen, dass gestandene Männer ihres Willens beraubt wurden. Voodoo-Magie kann eine fürchterliche Waffe sein. Ach so. Du redest von Voodoo-Puppen. Ja, aber es soll sogar eine... Ja, aber es soll sogar eine Macht geben, die dir das Leben aussaugt. Wenn ich es mir so recht überlege, kommst du den Molukken besser nicht zu nah, Kleines. Jetzt tu bloß nicht so väterlich. Ich bin schließlich bis jetzt auch ohne dich klargekommen und kann ganz gut auf mich selber aufpassen. Ich mein's ja nur gut. Ja, das tust du immer. Worauf trinken wir? Auf den Rum und das Gold. Worauf trinken wir? Soll es in Strömen fließen. Oh mein Gott, hey. Familie Stahlbart ist einfach zu anstrengend. Das ist einfach wieder Stockduster. Hier kommt jetzt bestimmt ein Ghoul rausgerannt. Oh nee. Taraka! Oh Gott. Jungs! Besser Arbeit! Du läufst wie das Huhn! Kämpf endlich! Warum muss ich wieder vorne stehen? Mein Gott! Hauptsache, er greift uns an. Warum? Halt die Schnauze jetzt, Jäger! Ja, komm, geht immer wieder raus. Ring des Diebes erhalten. Piratensäbel. Ja, scheiße, ne? Der ist schon... ist aber kurz. Auf jeden Fall. Ring des Diebes. Der war, glaube ich, schmutzige Tricks und Diebeskunst. Der bessere... Rubinring. Dass die hier drin sind, habe ich ja komplett verdrängt. Aber so richtig komplett verdrängt. Ich wette, jetzt finden wir auch noch eine Spitzhacke. Wartet mal ab. Katsching. Als Zeichen der Freundschaft wurde uns eine Voodoo-Nadel als Geschenk überreicht. Ah, ja. Also machten wir das Ding nach Piratenart zu Geld und verkauften es an eine Händlerin auf Antigua. Scheiße. So, so. Karte der Schwertküste. Toll. Naja, egal. Hokupilz. Warum ist das... Nein, hör auf. Steh auf jetzt. Warum ist das Fleisch eigentlich noch roh? Sollte es nicht langsam mal durch sein? So, habe ich hier irgendwas vergessen? Sieht nicht so aus. Worauf trinken wir? Auf den Rum. Ich habe mir die Höhle angesehen. Und was hast du herausgefunden? Da ist keiner mehr, der uns verfolgen kann. Sehr gut. Mir scheint es so, als wären wir hier nicht sehr willkommen. Crow hat offenbar einen recht großen Einfluss auf den Stamm. Wir sollten keine Zeit verlieren. Lass uns weitergehen. Gut, auf geht's. Der F da ein bisschen rum. Aber Patty kommt ja mit uns. Wir gehen jetzt Affen schlachten. Da kommt ja noch einer.
Bam. Gemacht. Der hat uns mit einer Gaganuss abgeworfen. Also die Affen schmeißen einen immer mit Nüssen ab. Dicker Goldbeutel, 100 Gold. Nice. Da kommt man leider nicht rein. Das ist voll traurig. Also ein bisschen mehr hätten sie in die Spielwelt schon packen können. Man kann da auch nicht reinspringen. Das geht nicht. Das ist schon schade. Ich muss sagen, da haben sie im dritten Teil wieder das besser gemacht. Wo man dann an Lianen und so hochklettern kann. Wo ist Stahlbart? Patty, wo ist dein Vater? Jetzt ist er weg. Meine Fresse, hier die alten Leute, ne? Immer muss man sie suchen. Der steht jetzt unten im Tal und wartet auf uns. Lauf. Oder ist irgendwo durch den Berg gefallen oder so ein Scheiß. Nee, da steht er. Ich hab's gewusst. Er läuft auf der Stelle. Er möchte uns unbedingt etwas sagen. Los, komm schon. Da hinten habe ich was gesehen. Was denn? Das müssen diese Blaukrallen sein. Die Biester sind verdammt zäh. Ja, ah, schon 20 kalt gemacht. Wir machen die arme Sau-Taktik. Arme Sau-Taktik? Was soll das denn sein? Du gehst rüber und lässt dich bei den Biestern sehen. Wenn sie dich dann angreifen, lockst du sie hierher und wir bekämpfen sie gemeinsam. Verstehe, ich bin die arme Sau. Wieso muss eigentlich immer ich vorgehen, wenn irgendwas verdammt zäh ist? Weil du nicht der Captain bist. Und jetzt stell dich nicht so an, sonst schlagen wir hier noch Wurzeln. Ich schau mal, was ich machen kann. Sag, du schaffst das schon. Patty verlässt die Gruppe. Sieh dich einfach mal etwas um. Ich wollte die Blüte aufsammeln. Nicht mit dir quatschen. Worauf trinken wir? Auf den Rum. Auf alles andere. Kommt ihr zweimal? Stahlbart? Machst du auch was? Zack. Gut gemacht. Ja, danke. War nicht euer Verdienst. Jetzt gehen sie wieder. Meine Güte, hey. Die Blaukrallen sind tot. Diese Biester sind viel aggressiver als ihre kleineren Artgenossen. Es soll sogar Eingeborene geben, die von den Affen gar nicht beachtet werden. Naja, liegt vielleicht auch an der Artverwandtschaft. Uns stören sie jetzt jedenfalls nicht mehr. Da hast du recht. Gehen wir weiter. Jetzt ist es nur noch ein kurzes Stück. Na, wenn du das sagst. Von diesem Witz distanziere ich mich. Bleibt er stehen? Ja, bleib stehen. Der war... Holla die Waldfee. An der Artverwandtschaft. Hat der Stahlball wieder einen rausgehauen, hey. Kommen wir hier wieder dahin, wo wir schon mal waren? Ja. Da oben sind wir. Patty, was sagst du dazu? Sieh dich einfach mal um. Was sie sonst halt auch so sagt. La 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 la. Oh, er ist sogar noch da. Nicht weglaufen. Ich komm wieder. Hm.
Jetzt rennt er weg. Guckt ihn euch an. Zack, weg ist er. So ein Drecksack. Freddy, was sagst du denn dazu, dass dein Vater einfach wegläuft? Der chillt jetzt da oben irgendwo. Sobald wir ihn sehen, müssen wir um ihn rumlaufen. Dass er uns nicht anquatscht. Also ich glaube, ich habe ihn sowieso verloren, aber davon mal abgesehen. Ja, lauf. Da wieder stehen, wie angewurzelt. Das sieht aber nicht aus, als wäre hier irgendwas. Schade. Wir könnten jetzt hier noch so ein bisschen lang gehen. Durchs Wasser. Hier gibt es dann nämlich noch die ein oder andere Gefahr. Ich dachte, da wäre was. Okay. Da vorne ist er. Also laufen wir da nicht hin. Geht euch an, wie er zu uns will. Tut ihm vielleicht gut, ein bisschen auf der Stelle zu laufen. Pam. Pam. Wo ist Patty hingelaufen? Naja. Hey. Also? Oh, Agucho. Nette Ausbeute. Wie mache ich mich? Wenn es nach mir ginge, sollten wir nicht so viel herumtrödeln. Ich mach doch schon, was ich kann. Ja, aber mach es halt noch ein bisschen schneller, okay? Alter, was ist bei ihr jetzt los? Ist sie schlecht geschlafen? Ah ja, sie hat gar nicht geschlafen. Mach doch eh den ganzen Tag nichts, Patty. Mistviecher. Brauchst dich auch nicht beschweren dann. Hey, du! Oh, Pirat! Mehr ist nicht zu holen. Bürgerranke, super. Hier ist irgendwo noch ein Viech. Hi, ich... Amila, Pirat. Amila, Muleki Maki. Hey, wenn ich dir helfen soll, rede so, dass ich es verstehe. Ich habe die Pflanzen gesammelt, aber dann kam das große Maul aus dem Wasser. Ein Alligator. Den chi, nämlich. Chi, Alligator, der böse Geist des Flusses. Er schläft sonst, jetzt ist er erwacht. Ich kümmere mich um deinen Alligator. Chi, böses Maul aus dem Wasser. Was ist mit deinen Pflanzen? Ich verlor sie am Fluss. Sie liegen noch dort. Dann gehe ich deine Pflanzen mal suchen. Chi, suchen. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Ich glaube hier. Nee, Moment, da kommen wir her. Da. Patty, bist du am Start? Wir das. Oh shit. Ah.
abgeschossen. Pflanzenbündel. Pflanzenbündel. Und Pflanzenbündel und Kräuterbündel. Der Alligator ist Geschichte. Ah, Tawonga-Pirat, du bist ein großer Jäger. So sieht's nämlich aus. Ich habe deine Pflanzen gefunden. Tawonga-Pirat. Chi, chi. Gute Gabe für die Tonka im Tempel. Danke. Und die hatten es schon, gell? Yuzuki. So, Paddy. Da hinten sind ein paar Affen, die sind ja aber kein Problem mehr. Da brauchen wir Paddy nicht für. Boah, 85. 85 ist schon hart. Ich laufe jetzt einmal zu den Eingeborenen rein, einfach nur, ob Paddy was sagt. Einfach nur pauschal mal gucken, was passiert. Oder Paddy? Vielleicht ist sie dann auch einfach weg. Der chillt da immer noch. Capo Sheku, was willst du? Schickt dich Crow zu uns? Nein, ich suche Captain Crow. Sheku, er ist nicht hier. Warum suchst du ihn? Ich will seine Waffe. Die Waffe gegen die Titanen. Du willst den Shihoko Tiwa? Du sprichst dumm, Gucho. Rakagucho, jetzt werden wir kämpfen. So werden wir sehen, ob du ein ehrbarer Mann bist. Komm zur Sache! Worauf wartest du? Ja, Paddy verlässt die Gruppe. Schade. Schade, schade. Dann nicht. Ah, das ist doch scheiße. Also. Ja, ist doch blöd. Was willst du? Ich wollte. Ich wollte nicht diesen Spielstand. Kriegen wir den einen früher, ohne mit ihm zu reden? Nicht direkt nach hinten drück. Wir rollen. Und jetzt. Kapus. Nee. Du. Schnauze. Komm. Die Region, die du bereisen kannst, werden durch tiefe Wässer und hohe Berge begrenzt. Das ist so ein Tipp, den braucht keine Sau. Stahlbart ist noch da. Wunderbar. Reimt sich sogar. Jetzt reicht's wieder mit den Reimen. Hoppala. Einmal auf die Affen. Also Pattys Pistole macht ordentlich Schaden. Wenn die schießt, ne, dann knallt's aber richtig. Ich bin bei dir. Oh shit. Das sind ja zwei. Meine Fresse hält. Hätte das den weggemacht? Hätte ja den echt weggemacht. Ja, ich habe immer noch kein Häutungsmesser. Ich kann denen das Fell nicht abnehmen. Das ist doch scheiße.
Und es ist nicht mal was dabei. Das laden wir. Ist doch scheiße, dass man diese Dinger nicht kaufen kann. Ich will die... Nein! Oh, heute läuft's nicht. Tut mir leid. Ich will die Felle haben. Boah, mit der Fähigkeit Trank brauen kannst du mit den richtigen Zutaten an einem Voodoo-Kessel wirkungsvolle Tränke brauen. Ich helfe dir. Nein, 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 Patty, wir gehen. Patty, wir gehen. Du musst weit genug weglaufen, dann kommt sie hinterher. Ja, genau. Albert? Noch vorhanden. Ja, bei dem Jäger im Dorf, da kann man das kaufen, das Häutungsmesser. Aber jetzt noch nicht, erst später. Wir gehen jetzt hier noch ein bisschen rum. Wie gesagt, das ist, ich sehe es nicht ein, dass Patty und Stahlbart hier nichts machen. Die müssen auch ein bisschen arbeiten. Und wenn Stahlbart halt gerne rumsteht, dann muss halt seine Tochter herhalten. So ist das Gesetz. Wie viel? 3000 Ruhm haben wir. Da steht einfach Venturo rum. Ach scheiße, so rum. So, so. Ja. Gehen wir einmal kurz ins Wasser. Wo kamen wir denn hier hin? Da kommen wir oben wieder raus. Ready, falsche Richtung. Hier müsste brutal die Strömung sein. Ist da was? Er kann unter Wasser laufen. Aber hier ist nichts. Ist gesehen? Nee, nee, hier ist ein Luftloch. Da kann man laufen. Genauso wie da. Goku-Pilz. Ich habe das ja noch nie probiert mit Patty hier nochmal komplett auszunutzen, ne? Das ist der erste Versuch. Das funktioniert ganz gut. Ich bin überrascht. Ich meine, dass das Spiel dann alles abbricht, wenn man sein Ziel erreicht hat. Okay. Passiert. Aber... Wahrscheinlich haben sie einfach nur keine Dialoge eingepflegt. Für die man... Also für Patty. Geh da hoch. Also die hat keine Dialoge, um dann ins Dorf zu kommen. Ah. Wow. Okay. Jetzt kam sie aus dem Boden geschossen. Das mit dem Klettern hat wieder nicht mehr funktioniert. Halten schon verdammt viel aus. Bam! Mistviecher.
sind wir denn gerade hier? Aber ich finde es schön, dass man sprinten kann. Das ist sehr angenehm. Hab ich das schon mal gesagt? Das habe ich bestimmt schon mal gesagt. Wo sind wir hier? Auf so einem Vorsprung. Aha! Klock. Oh, wir sind schon wieder fertig für heute. Ei, ei, ei. Was sagt man denn dazu? Hier ist doch schön. Wir sind der König der Welt. Mit Patty. Wir befinden uns hier oben. Okay. Und das war's für heute. Ich danke wie immer vielmals fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Haltet die Ohren steif, Leute. Bis morgen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao.